Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es darum, wie wir die Module im Focus umprogrammieren können nach unseren Bedürfnissen. Hierzu brauchen wir drei Sachen. Erstens mal einen Laptop, zweitens die Software, hierzu nutze ich Forescan, verlinke ich euch unten im Video, und drittens einen OBD-Adapter. Diesen verlinke ich euch auch im Video. Ich hoffe, ihr bekommt genau den gleichen, den ich auch bestellt habe vom gleichen Lieferanten. Solltet ihr euch für einen anderen entscheiden, schaut bitte nach, dass er einen Stecker bzw. einen Schalter hat für sogenannten Medium oder Middle Speed und High Speed. Das ist notwendig, damit wir alle Module vom Focus, damit wir darauf zugreifen können. Okay, das sind die drei Sachen, die wir brauchen. In diesem Video geht es darum, dass wir die aktuelle Konfiguration, so wie uns der Focus ausgeliefert worden ist, speichern, dass wir jederzeit zurückstellen können auf die Werkseinstellungen. Gut, fangen wir also an. Adapter wird in die OBD-Schnittstelle gesteckt. Die befindet sich auf der Fahrerseite hier unten. Zeige ich euch. Da ist das gute Stück. Genau. Und ja, da wird jetzt auch der Adapter reingesteckt. So, sitzt drin. Wichtig ist, dass wir dann noch die Zündung anmachen, damit das Auto angeht. Und dann widmen wir uns auch schon der Software. Dann verbinden wir uns mal mit dem Auto. Bei den Einstellungen ist alles auf Auto gestellt, also Connection auf Auto, Port auf Auto, alles auf Auto. So ist richtig. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Focus. Er prüft zuerst mal eine WLAN-Verbindung, findet natürlich keine. Ich habe schon mich mal verbunden, deshalb fragt er, ob ich ein Profil laden möchte. Ich sage jetzt mal für Demonstrationszwecke nein. Jetzt fragt er mich nach was für ein Sync-System ich habe. Wir haben ein Sync-3-System. Er liest also jetzt das Auto aus und versucht, alle Steuergeräte anzusprechen, die er kennt. Wir sehen, er findet zahlreiche Steuergeräte, die er uns anzeigt. Nachfrage, ob wir einen Schalter haben. Ja, wir haben einen Schalter. Den sollen wir jetzt mal umschalten. Das mache ich jetzt. Schalter ist umgeschaltet. Ich drücke auf OK. Mit einer anderen Geschwindigkeit kann er jetzt weitere andere Module ansprechen oder auslesen. Wie man sieht, bei der ersten Verbindung geht es relativ langsam, weil er alle Adressen oder alle Module abfragt. Hat man einmal dann das Ganze gemacht und ein Profil abgespeichert, dann geht das beim zweiten Mal schneller. Also dann beantwortet man die Frage nach dem Profil mit Ja. Und dann rattert das Ganze eigentlich durch. Ich habe es ja schon abgespeichert, brauch's also nicht. Somit sage ich hier nein. Ansonsten könnte man jetzt hier mit Ja bestätigen. Und dann hat man hier ein Profil abgespeichert. Wenn man sich also nochmal verbindet, fragt er nach, möchten Sie dieses Profil laden? Man sagt Ja. Und dann rattert er die Module viel, viel schneller durch. So, das sind jetzt alle gefundenen Module bei uns am Auto. Was wir jetzt als erstes machen, wir wollen die Konfiguration sichern. Dafür gehen wir in dieses Feld hier, wählen das erste Modul aus, drücken hier auf Play und wir sehen, er sagt uns immer, ob wir den Schalter umlegen sollen auf High Speed oder Middle Speed. Ich lege also jetzt nochmal den Schalter um, ist umgelegt. Ich drücke auf OK.
Das kann man schon mal passieren beim Umschalten, dass er sagt fehlerhaft. Ich drücke nochmal auf Play. Habe wahrscheinlich zu lange gebraucht, um umzuschalten. Und das sind jetzt die Werte dieses Moduls. Was die jetzt zu bedeuten haben und wie man sie ändert, das machen wir alle später. Momentan geht es nur darum, wir wollen uns die Daten sichern. Haben wir das Ganze ausgelesen, drücken wir hier auf Save All, nicht auf den Speichern-Button. Der speichert euch nämlich nur das Protokoll hier, was ja nicht wirklich sinnig ist, sondern wir gehen auf Save All und wie ihr seht, habe ich das schon mal gemacht. Und dann kann man jetzt dem Ganzen einen Namen geben. Ich benenne das immer so, wie auch das Modul heißt. In dem Fall PCM-Modul. Und das habe ich dann hier schon mal abgespeichert, wie ihr seht. PCM, ich überschreibe es jetzt einfach mal, ist noch nichts geändert. Existiert, möchte ich das überschreiben? Ja. Und damit sind diese ganzen Daten hier gespeichert. Die könnten wir uns jetzt also nochmal abrufen und nochmal ins Auto neu einladen. Das ist also der Schritt, den ihr folgen solltet, um die Daten abzuspeichern. Wenn ihr fertig seid, auf Stopp drücken. Wir wechseln jetzt zu einem anderen Modul. Wichtig ist, dass hier hinten dieses AS-Bildformat steht. Also wir speichern uns also das Modul und das hier ab. Das nicht. Dann wieder das, das, das nicht und so weiter, bis ihr komplett durch seid. Wieso? Zeige ich euch in diesem AS-Bildformat. Wir gehen jetzt mal auf dieses Modul APIM. Ich drücke mal auf Play. Er sagt mir einen Sicherheitshinweis. Wenn Daten verändert werden, kann es zu Schäden führen. Das wissen wir. Wir sind uns der Gefahr bewusst. Wir haben jetzt die ganzen Daten hier ausgelesen. Können Sie also wie gewohnt mit Save All abspeichern. Habe ich aber schon gemacht. Ich drücke mal auf Stopp. Wenn ich jetzt auf dieses andere APIM gehe, ohne hinten AS-Bild und drücke auf Play, liest er mir auch die Daten aus, allerdings zeigt er mir sie ganz anders an. Wie ihr seht, gibt es hier keinen Abspeichern-Button, Save All, der ist hier nicht da. Der Unterschied ist, ich drücke mal auf Stopp, dieses Format zeigt den reinen Hexcode an. Also Buchstaben und Zahlen, die wir verändern können. Und diese Konfiguration ist eine einfache Benutzeroberfläche, um Funktionalitäten freizuschalten. Ich erkläre es nochmal in anderen Worten. Wenn ich jetzt hier über diese Konfiguration einfach mal ein Licht einschalte, kann ich das ganz normal abspeichern. Um genau das gleiche Licht in dieser Konfiguration abspeichern zu wollen oder ändern zu wollen, muss ich ganz genau wissen, welchen Wert ich wo ändern muss. Und das ist die hohe Kunst, herauszufinden, welcher Wert steht für welche Eigenschaft und bewirkt welche Änderung. Momentan sind noch nicht alle Codes, ich sage jetzt mal, erforscht oder bekannt. Viele sind es aber, um uns, wie gesagt, das Leben einfacher zu machen, wurde diese Oberfläche geschaffen, wo wir dann mit einem einfachen Doppelklick den Wert auf Enable oder Disable ändern können. So, das war's zu den Einstellungen. Seid vorsichtig, was ihr mit der Software anstellt, was ihr macht. Und ja, als kleiner Vorgeschmack, im nächsten Video holen wir uns die Klimatisierung aufs Infotainment-Display. Und das machen wir dann schön im nächsten Video zusammen. Holt euch den Adapter, dann könnt ihr gerne mitmachen. Abonniert den Kanal, dann bekommt ihr immer einen Hinweis, dass ein neues Video verfügbar ist. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!